Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, wir sind jetzt in der Küche im Fliederhof. Ich bin der René und bin der Küchenchef im Fliederhof. Wir bereiten für Sie heute vor grünen Spargel vom Söhringhof in Zaufitz mit Speck, Zwiebeln, Spiegelei und Parmesan. Wir nehmen heute den grünen Spargel. Er bekommt die Farbe, weil man ihn nicht sticht, wie so wie den weißen, sondern rauswachsen lässt und er dann durch die Sonne die grüne Farbe bekommt. Wir schälen jetzt hier unten nur die Enden ab. Wenn wir den Spargel geschält haben, werden wir ihn kurz in ein bisschen Salzwasser und eine Prise Zucker blanchieren. Wenn wir jetzt so einen dünnen grünen Spargel haben, wie wir hier haben, würde ich sagen, 2-3 Minuten reichen vollkommen zu. Dann hat er auch noch ein bisschen Biss. Ruhig ein bisschen mehr Salz nehmen. Dann nimmt er gleich ein bisschen Geschmack mit an. Jetzt nach 2-3 Minuten können wir den Spargel aus dem Wasser nehmen und kurz in Eiswasser abschrecken. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal die Pfanne erwärmen. Ein bisschen Olivenöl. Dort braten wir uns jetzt den Spargel ganz kurz an. Aufpassen, dass man wenn man den Spargel aus dem Wasser nimmt, noch ein bisschen abtropfen lässt, bevor man in der Pfanne macht. Spritzt es ein wenig. Ganz kurz anbraten, mal kurz salzen. Pfeffern. Können wir ihn kurz beiseite legen, warm stellen. In der Zwischenzeit können wir unseren Speck und unsere Zwiebeln anbraten. Wenn der Speck leicht angeröstet ist, geben wir die roten Zwiebelringe dazu. Wenn der Speck leicht kross ist, können wir beiseite stellen. Nehmen wir noch einen kleinen Schluck Olivenöl, dann machen wir unsere Spiegeleier. Kurz bevor die Spiegeleier fertig sind, noch ein wenig salzen. Ein bisschen pfeffern. Und dann können wir auch schon anrichten gehen. Zum Anrichten nehmen wir ein paar Stangen grünen Spargel. Packen ihn fächerförmig auf den Teller. Den Speck und Zwiebel verteilen den. Dann platzieren wir unsere Spiegeleier. Gebe noch ein bisschen Parmesan dazu, ein bisschen Petersilie. Und das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen. Und ich hoffe, dass wir uns bald sehen im Fliederhof Söhringen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de